Ist die Sendung Viva, was ist das für eine Sendung? Ich habe es dir schon fünfmal erzählt. Was ist das? Was heißt das? Ich weiß nicht. Du weißt doch, wie sie heißt. Ja, vergessen. Komm, sag's doch nochmal. Sonst... Heike. Ja, und weiter? Heike, Heike, Popeike. Herzlich willkommen zu einem meiner Hausbesuche und ich bin sehr, sehr stolz, heute Lenny Kravitz besuchen zu dürfen. Ich sitze jetzt hier gerade mit Dominika, Sönke Wortmann und ich. Hallo Heike. Sido Wanders. Mit Mirko Nonchef. Neben mir sitzt Till Schweiger. Herbert Grönemeyer. Valerie Niehaus. Jetzt sitze ich hier mit Muriel Baumeister. Blöhr. Neben mir sitzt Esther Schweins, Walli oder Walter Bockmeier. Vom Gerhard, der hier gerade neben mir sitzt. Guten Tag, Herr Metzen. Ich grüße Sie auch. Mit Udo Lindenberg. Heute besuche ich Christoph Schlingensief. Herr Feuerstein. Heike. Hier mit Dave und Henning. Hi, Bärbel. Hallo, Heike. Neben mir sitzt Mel Brooks. Das ist Ralf König. Magdalena Breschka. 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 Heute bin ich hier bei Philipp Bohr. Arabella beim Fixer Bargeld. Thomas Horner. Lokalmatador. Nicolette Krebitz. Sie sitzt hier gerade neben mir. Hallo Nicolette, bei Jürgen Domian. Yeah. Das ist übrigens Meret Becker in München bei Rudolf Mooshammer. Er sitzt hier neben mir zu Hause bei Laurent Garnier. Rosalie. Ja, don't please. Otto Walkes, Tag. Hi, ich weiß nicht, ob ich Falco nennen soll. Stefan heißt er. Stefan Kretschmer. Dieter, wie ist denn das sonst so? Und zwar bei Gildo Horns Mutter. Bei Jörg Indorf in Düsseldorf in seinem Atelier. Neben mir sitzt, hier unschwer erkennen könnt, Sting. Wir haben es doch, oder? He says it was perfect. Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner Hausbesuche. Und heute ist ein ganz besonderer Gast, nein, nicht bei mir zu Hause, sondern ich bei ihm, nämlich Thomas Kretschmer. Und das Tolle an der Sache ist, was denn? Das war Schwachsinn. Schnitt. Hallo ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einem meiner Hausbesuche. Und heute ist eine ganz besondere Sendung mit einem ganz besonderen Gast. Stefan heißt er. Stefan Kretschmer. Ist das richtig? Das ist richtig. Also Stefan ist richtig. Stefan ja. Und Kretschmer auch? Ja. Habe ich hingekriegt. Weiter im Thema. Warum bin ich nicht ein Käfer? Warum bin ich nicht ein Insekt? Warum bin ich nicht ein Büffel? Warum bin ich nicht ein Tiger? Was erzählst denn du mir für einen Käse? Also was soll denn der Schwachsinn jetzt? Also was erzählst du mir da? Nee, gar nicht. Nein, wunderbar informiert. Ich habe mich ja informiert. Ich gehe ja nicht uninformiert in so ein Interview rein. Also das sieht man, dass die Jungs von der Branche keine Ahnung haben. Ich hab also, keine Ahnung. Sie, ja, das merkt man. Stopp. Nächstes Thema. Die Kamele mit ihren Busen. Mit ihren Höckern. Die säugen ja nicht, ne? Sondern das sind Fettpolster. Voll auf der Strecke. Vor lauter Schreck fällt mir ein Stäbchen runter. Ja, ja, komm wieder hoch. Irgendwie schon alles wieder passiert. Prost. Ich krieg schon einen ganz roten Kopf von den Beinen, glaube ich. Ja. Guck mal, darf ich das mal eben hier hochhalten? Ne? Wir sitzen jetzt hier ungefähr 3 Stunden. Der Rest ist geschnitten. Dieses Glas ist, das ist verdunstet. Sie hat nicht einmal ihren Mund dran gehalten. Ja, verarsch mich ruhig. Die ganzen Scheißdinger bleiben drin. Die bleiben alle drin. Nein, aber ich hab... Dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Dass die Leute bei dir das auch manchmal zucken. Aber wie kommt das? Weil du schon so alt bist? Nein, also ich meine, so meine ich das nicht. Ich meine einfach nur älter als ich. Ein bisschen, oder? Ein bisschen schon, ja. Nein. Ja, jedenfalls scheinst du da ja auch noch nicht irgendwie so... Du hast gesagt, oh, du bist gemein. Oh. Für 27, ne? Siehst du gar nicht so schlecht aus. So viele Runzeln hast du ja noch gar nicht. Müsste man mit der Kamera so nah auf die Bälle rücken. Wir müssen mal das Thema irgendwo in eine andere Richtung bringen. Ja, dann mach doch. Wohin geht's? Tja, Heike, da kann ich nur sagen, das weiß kein Mensch. Du könntest höchstens fragen, welche negativen... Danke, dass du mir hilfst. Ja, das habe ich ja gar nicht... Gemein. Danke, dass du mir hilfst beim Interview.
möchte jetzt nicht analytisch werden oder so. Dann aber sag's nicht. Doch, ich sag's jetzt trotzdem. Nein, sag's nicht. Wenn du es nicht werden willst, dann sag's nicht, ne? Ich will doch nur, lass uns was anderes reden. Nein, ich mag nicht, wenn jemand anfängt, ich möchte doch nicht, und dann macht das trotzdem. Vielleicht entweder bekennt man sich dazu. Ich hoffe ja, ich wollte damit sagen, es ist einfach nicht. Wir können ja, wir haben so viele Themen hier. Ich wollte doch damit sagen, dass es vielleicht das, was ich sage, gar nicht so analytisch ist, dass ich das nochmal vor. Ja, genau. Ich werde dir nicht widersprechen, red also einfach weiter. Gut, lass mich ruhig reden, bis ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. I have a little question. Listen, guys. Can I ask you something? Do you want to do this interview or, no, or don't you want to listen to me? Weil ich bin total aus der Bahn geworfen. Da, ich glaube, sie haben auch alle gar nicht so richtig Lust auf das Interview, aber ich habe sie gezwungen. Oh no, ich habe viel los. Also, weißt du, Julia, ich weiß überhaupt nicht, was du hier willst bei uns. Ich sage, das Leben war so schön ohne dich. Hm? Störe ich dich und du sagst zum Beispiel. Kann man so sagen. Huldigung und Heiligsprechung, Adelung. Adelung? Gibt es hier so? Leider gibt es das nicht jetzt. Leider ein neues Wort. Kreiert. Gratuliere. Ich hätte schlau genug sein müssen und das niemals hätte zulassen dürfen. Und wann ist das musikalisch richtig? Das richtig. Also fast richtig. 1,6 im Abi war es eigentlich ziemlich falsch. Und wenn wir jetzt so in deiner Platten... Kartografie? Neues Wort, noch ein neues Wort. Was war das andere? Adelung? Adelung und Adelung Kartografie? Und die Staphologie. Boah, da hat er Unterschiede. Du redest schneller als ich. Ja, ja, furchtbar. Wir sind beide so, oh Gott, so Feuergeschosse. Ich war neulich beim Zahnarzt, also muss ich dir nachher erzählen. Also, aber wie versuchen die es überhaupt? Habe ich zu schnell gesprochen? Ja, das war sehr schneller als ich. I mean, just to be a little bit serious, is that okay for you? Yeah, let's get serious, Tony. What do you want to do when you grow up? What Wir besuchen den Udo und Schwester Alt. Punk und Panik sind Verwandte immer schon gewesen, weißt du, gar kein Problem. The one who's on the telly goes like this to people. Touch. No, they, dirty, smudgy mouth. No, we have that on there all the time. Oh my God. He uses special. Oh, sorry, he uses special. Thank you. Schwachi? Der Schwachi konnte nicht mehr, also wir müssen jetzt mal hier reinsprechen, wenn wir noch was sagen wollen. Aber halt weiter. Mhm. Ach, mit den Dauern so. Weiter. And what about being shot in the streets of America? Drum machine. I like Ike. Ike for president. Ich esse jetzt ein bisschen Zahnpasta. This man, ich rede mich ja mit den Jungen. Es ist ja toll, wenn man aufhören kann, wenn man oben ist. Ne? Ja, das stimmt. Lass dir das mal erledigen sein. Denk mal drüber nach. Ne? Bist du denn traurig gewesen? Du bist ja auch oben. Ne? Soll ich jetzt aufhören? Irgendwo ja. Ne? Jetzt sofort, oder was? Lass uns aufhören. Ich meine, Harald hört doch überhaupt nicht auf. Ja, mit einer bestimmten Sache. Nein, man macht dann denkt man nach und machen wir es anderen weiter. Wir machen weiter mit einem anderen Gast. Das nächste Mal. Also, tschüss. Du spinnst wohl.